Aber das ist alles nur ein Schwindel. Mary Browning, wir laden dich in unseren Zirkel ein. Wir rufen dich voller Liebe und Licht. Vielleicht gibt dieser Frau nicht unser Geld. Mary, wenn du das bist, gib uns ein Zeichen. Puste die Kerzen aus. Willkommen, Mary. Wir dürfen ihr 3 Fragen stellen. Wieso denn nur 3? Mary, wir bitten dich, lass die Kerze brennen, wenn die Antwort Ja lautet. Puste sie aus, wenn sie Nein lautet. Stellen Sie nun Ihre Frage. Mary? Hast du noch Schmerzen? Leidest du noch? Nein, tut sie nicht. Die Schmerzen, unter denen sie litt, bevor sie starb, sie sagt, dass es eine Krankheit war? Krebs? Ja. Sie ist geheilt, sie ist wieder jung und wunderschön. Und das bleibt sie jetzt für immer. Mary, ich... Kannst du mir verzeihen? All die Dinge... Sie sagt ja, sie verzeiht ihnen. Und sie bittet sie, im Gegenzug ihr zu verzeihen. Na schön, ich weiß nicht, was das... Unterbrechen Sie den Zirkel nicht. Jeder kann mit dem Knie einen Tisch zum Wackeln bringen. Allzu lange wird sie nicht mehr hier sein. Stellen Sie Ihre letzte Frage. Schatz, ich muss dich etwas über Jenny fragen. Sie hat einen Freund, Don, und sie möchten eine Menge Geld von mir haben. Tu das nicht. Ich müsste eine Hypothek aufnehmen auf das Haus. Es geht da um eine sehr lukrative Geldanlage. Er sagt, er will Jenny heiraten, wenn alles gut läuft. Was? Na gut, ich weiß nicht, wie sie das macht, aber das ist alles nur ein Schwindel. Es tut mir sehr leid. Die Welt der Geister ist unberechenbar. Sie war so voller Wut, voller Wut. Das ist schwer zu erklären. Nun ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Oh nein, nein, lassen Sie das. Denken Sie daran, was sie gesagt hat. Sie hat ihren Frieden gefunden. Und sie liebt sie. Das sollten Sie aus der heutigen Sitzung mitnehmen. Alles andere sind irdische Banalitäten. Das? Der arme Mann hatte beinahe einen Herzinfarkt. Paulina Sender, komm sofort her. Sie hat es verdient, Mom. Sie hat es auf das Geld ihres Vaters abgesehen. Das geht uns nichts an. Wir wollen Ihnen Trost spenden und nicht über Sie urteilen. Du sollst einfach nur hinter dem Vorhang stehen und nicht die Kunden angreifen. Und du, junges Fräulein? Ich habe Angst bekommen, als sie geschrien hat. Ich habe das nur vor Schreck runtergeworfen. Ihr habt euch unmöglich verhalten. Diese Frau war unmöglich. Ein verschlagenes Weibsstück. Ich bereue nichts. Das hat uns $5 gekostet. Lass mich mal sehen. Mit so viel Gewicht auf dem Tisch ist er schwer zu bewegen.
Thank you.